Hello, hello, bitch. Guten Mother Bleeping Morgen. Es ist gerade 11.14 Uhr. Nee, ich bin nicht erst jetzt aufgestanden. Meine Katzen pissen und scheißen überall. Deswegen muss man 70 Mal am Tag putzen. So, was machen wir heute Schönes? Heute für einmal in meinem Leben werde ich keine Nervenzusammenbrüche bekommen. Ich werde mich nicht vom Balkon stürzen, weil wir haben Pläne. Can you believe it? Can you believe it? Heute geht eure Lieblingssonne Wohnungsbesichtigen. Also heute, übermorgen, überübermorgen, nächste Woche die Wohnungsbesichtigungen des motherfucking Todes. Diese Wohnung wird mir langsam zu eng, diese Wohnung wird mir langsam zu alt, diese Wohnung wird mir langsam stinkig. Ich bin so ein Mensch, der gerne Abwechslung im Leben braucht. Oh mein Gott, die Wohnung, die ich heute anschauen gehe, oh mein Gott, ist 4,5 Zimmer Wohnung, ist 120 Quadratmeter, ist ein Fenster rundum. Das bedeutet, wenn ich dann nackt rumlaufen werde, dass meine ganzen Nachbarn voll Freude haben werden. Was will man mehr? Anstatt dass ich euch wundlabere, würde ich mal sagen, starten wir mit dem scheiß Video. Weil ich kann ja nicht zugehen, ne? Weil sonst bekomme ich die Wohnung sowieso nicht. Das erste, was ich mache, ich zupfe mir die Augenbrauen. In meine Augenbrauen leben Tiere. Es gibt schon ein ganzes Wald und es ist ein Naturschutzgebiet schon geworden. Als erstes Produkt gehe ich mit dieser Lovely Toner von die Paola Maria und ich reinige mir diese krepierte Fresse. Bin ich am Filmen überhaupt? Ah ja. Dumm wie ich bin, man weiß das ja nicht. Oh, ich liebe es, in neue Wohnungen einzuziehen, Wohnungen zu dekorieren. Ach, oh, ich freue mich schon riesig. Step numero dos. Ich gehe mit die Lovely Eye Cream, Augencreme, immer noch von die fucking Paola. Lebst du alleine? Lebst du zu Hause? Hast du eine große Wohnung? Hast du eine kleine Wohnung? Lass mir das in den Kommentaren wissen. Danach gehe ich mit diese Asam belebendes Gesichtsspray und ich meine, würde nicht nur mein Gesicht, sondern auch meine Seele beleben, würde ich mich vielleicht ein bisschen weniger tot fühlen. Ich sterbe. Can you please kill me? Sehr, sehr wichtig, ich darf auch meine Hormone nicht vergessen, weil sonst wächst mir den Penis nach und das wollen wir nicht. Als nächstes Step gehe ich mit diese 11 Booster Drops Boots the House Down und das ist so wie ein Öl, nehme ich an. Okay, was es genau macht, weiß ich nicht, aber ich weiß es, dass es sich gut anfühlt. So, jetzt, dass wir nicht mehr wie heiße Rotze, sondern wie milde Kotze ausschauen, würde ich mal empfehlen, mit das ganze Make-up zu starten. Als erstes Produkt benutze ich diese Urban Decay Eyeshadow Primer. Ich habe von Elf diese Palette bekommen und wir werden sie jetzt zusammen testen. Die Farben sehen schon geil aus. Wie gesagt, heute mache ich eher einen natürlichen Make-up-Look, weil wir wollen dem Makler das Gefühl geben, dass wir eine dezente, entspannte, zerbrechliche Frau sind, die trotzdem selbstständig unabhängig ist. Ich starte mit der Farbe Peachy. Also die Pigmentierung ist da auf jeden Fall. Okay, das sieht jetzt noch super dezent aus, aber warte nur ab, bis ich die Wimpern draufklebe. Dann kannst du mich umdrehen und du kannst mich als Besen benutzen. Ne? Dann kann ich dir den Boden so sauber fegen, du glaubst das gar nicht. Ich gehe jetzt mit dieser Revolution Foundation Concealende Fine in die Farbe F2 oder in die Farbe Tod. Ich nehme euch ein bisschen näher, sodass ihr meine hässliche Fresse leider von ganz nah sehen könnt. Ich bin so müde heute. Ich habe die Nacht beschissen geschlafen. Ich habe bis 2 Uhr eine Netflix-Serie geguckt. Dead to Me. Habt ihr auch eine Lieblingsserie auf Netflix? Also ich muss ehrlich sagen, diese Serie, Dead to Me, ist genau mein Scheiß. Es gibt diese Frau, die der Mann verloren hat, weil jemand der Mann überfahren hat. Und dann sie trifft diese andere Frau, wo eine Trennung hinter sich hat und eigentlich sie die Frau gewesen ist, dass der Mann von die andere umgebracht hat und dann Fahrerflucht begangen ist und dann sie werden Freundinnen und dann die Bitch, wo der Mann krepiert worden ist, findet raus, dass der Mann sie noch betrogen hat. Ich sage dir, a hot motherfucking mess. Hab nur ich das Gefühl oder ich bin weiß wie der Wand? Ich denke, die Wand dort hinten ist weniger weiß wie mein fucking Gesicht. Oh wow. Also Dracula ist ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Sprichst du gerade nicht über Blut? Verstehe keinen Satz. Step Nummer 999.
das Concealer von e.l.f. und das ist in die Farbe Krepierte Beach. Weil hattest du das Gefühl, dass meine Betonfresse schon fertig war? Never. Bis ich nicht eine 5 cm dicke Make-up-Wand auf die fucking Drecksfresse bekomme, bin ich nicht fertig. Man muss immer an den eigenen Schutz denken. Würde mir jetzt jemand mit einer Entfernung von 20 Meter in Gesicht schießen, er würde mir gar nichts tun, weil die fucking Munition würde einfach in mein Gesicht stecken bleiben. Can you believe it? So viel um natürliches Make-up. Und jetzt werde ich mit diesem Mineral Puder von MAC unter meine Augen schon setzen. In der Kamera, ich schwöre auf Gott, ich sehe einfach, als wäre ich schon vor 70 Jahren gestorben. Zara, möchtest du gefilmt werden? Wir haben hohe Besuch. Mr. Zorro in der Haus. Danach gehe ich mit meiner In the Flesh MAC Palette diese und diese Farbe und ich definiere meine Augenbrauen. Augenbrauen on fleek. Da fuck. Als nächstes Step gehe ich mit dieser Farbe in diese Contouring Palette von NYX und ich gebe ein bisschen Definition und vor allem Leben an mein krepiertes Gesicht. Weil Bitch, I'm a ghost. I'm a ghost. Ganz ehrlich, ich werde gleich mein Tinder-Profil aktualisieren und schreiben, ich treibe Sport einmal am Tag, weil sich schminken, es ist wie Sport treiben. Es ist genauso anstrengend, ganz ehrlich, furchtbar. Step Nummer 1050 Mascara. Ich habe eine ernste Frage an euch. Soll ich wieder anfangen, 5 Minutes Craft Video zu machen? Vermisst ihr die scheiß Videos? Ja oder nein? Das Wetter ist wie mein Gesicht. Ekelerregend. Diese Wimper ist ein Hater. Arschloch. Ich habe schon genügend Probleme in meinem Leben. Du solltest auch nicht deine sein. Es gibt Tage, diese Scheiße tust du einmal drauf, klebt perfekt, sieht fabelhaft aus. Und dann es gibt Tage, wo diese Scheiße einfach nie kleben möchte oder ist krumm wie die Sau halt. Danach gehe ich mit diesem MAC Blush in die Farbe Melba heißt das. Und ich gebe noch ein bisschen mehr Wärme. Für diese Betonwand fixieren benutze ich Urban Decay Spray. Für Highlighter benutze ich meinen eigenen Highlighter. Wie ihr erkennen könnt, es ist fast leer. Geben wir ein bisschen Glanz an diese matte Fresse. Oh, ubisch. Und ich ziehe das gar nicht bis dahinten. Ich möchte das nur vorne lassen. Oh mein Gott, can you believe it? Wir sind fast fertig. Es fehlen nur die guten Schlauchboote. Für Lippen benutze ich diese NYX Professional Lippenstift. Der Lippenkonturstift geht nie weg. Und dann gehe ich mit dem Gloss von Fenty Beauty einfach nur in die Mitte, ganz, ganz wenig. Weil das wird mit der Zeit ein bisschen zu klebrig. Und voilà. So, jetzt, dass unsere Fresse fertig ist, denkt ihr alle bestimmt, oh mein Gott, finally, dieses scheiß Video ist am Ende. Leider nicht. Ich muss schnell meine Haare noch machen gehen, ne? Ich muss sie schnell glätten. Plus, ich muss mich anders anziehen. Bis motherfucking gleich, gleich. So, wie ihr gerade erkennen könnt, ich bin jetzt gerade ganz schwarz angezogen. Din, din, din. Mein Gott, meine Hüften sind gigantisch aus mir so. Was da los, du? Und ich habe gedacht, als Jacke möchte ich diese da einfach drauf, weil sie ist klasse, aber sie ist auch sehr elegant. Ich zeige euch das einfach. Ich mag sie, weil, wie gesagt, sie ist super elegant, aber sie ist auch sehr, sehr fashion und we love a good fashion moment, darling. Oder? Tan, 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 work, pause. Bekomme ich die Wohnung? Yes, God, gib mir die Wohnung, gib mir die fucking Wohnung, bitch. Was ich noch anziehen werde, sind meine Chanel-Ringe. Auf jeden Fall. Tada! Wenn ich das schaffe, mit diesen Nägeln hier. Jetzt ist die Frage, was für Schuhe, dass ich dazu tun soll. Ich werde auf keinen Fall die Gucci-Schuhe mitnehmen oder die Louboutins. Die sind viel zu hoch für eine Besichtigung, ist too much. Aber ich dachte, ich könnte meine gute Versace-Schuhe mitnehmen. Einfach mit der Medusa, das ist so Sandleder, sind ganz kajut. Weil alles schwarz ist gut, aber ich mag schon ein bisschen Farbe. Mal gucken, wie das Spiegel ausschaut. Can we do it? Ich würde schon sagen, ne? So, meine Kinder, und das ist der fertige Look. Was denken wir? Nicht schlecht, oder? Und ich habe nur anderthalb Stunden gebraucht, ist fast 1 Uhr.
drück mir die Daumen, dass mit der Wohnung klappt, vor allem, dass mir die Wohnung gefällt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren, weil du weißt, Mama braucht deine Unterstützung, weil erstens die Wohnung bezahlt sich nicht von alleine und zweitens, ich brauche meinen Psychiater und drittens, meine Kontaktlinse fliegt raus. Excuse me, bitch. Tu mir das nicht an, you idiot. Gib ein Like, schreib einen Kommentar darunter. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Und ja, Boba the motherfucking door. Und vielleicht bald Boba the door von einer anderen Wohnung. Tschüss.